So, die sind jetzt gerade weg, die hören mich jetzt nicht mehr. Das sind die berühmten Hühnerschreckrennfahrer. Georg vorne weg mit einer vorraumenden Kurventechnik. Wobei er ganz hartnäckig verfolgt, ne? So, Olaf auf einer Frau im dritten Platz. Vor über 12, 13 Jahren war ich das erste Mal in Werner zu Gast, auf Betreiben meines lieben Sportfreundes. Er sagte, nimm da mal ein bisschen die Zeit, die wollen mal die Zeit wissen, was sie so alles fahren. Ich konnte keine Zeit nehmen, ich habe mich totgelacht, dass ich die Leute hier gesehen habe. Das waren noch zum Teil Leute dabei, die haben dann hinten noch eine Rakete an ihr Hubert daran gebastelt. Das war dann die Spezialklasse. Und in der letzten Runde hat er dann seinen Raketenantrieb, das war eine Wunderkerze, gezündet. Hervorragend, ganz, ganz toll. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Seitdem bin ich mit den Werderanern hier zusammen. Und es macht nach wie vor unheimlich viel Spaß. Auch wenn das Museum in Werder leider nicht mehr existiert, zum Jahresende aufgegeben werden musste. Oder bis auch aufgegeben wurde. Udo wird noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, heute mit Überrundung das in die Reihe zu bringen. So, abgewunken ist unser Anführungsspielchen. Sieger Gerd ist hier. Denn scharfer Verfolger auf Mifa Spezial ist natürlich auch hier. Wir warten noch auf die anderen drei. Gerd, kurze Frage. Wir hatten doch vor einiger Zeit auch Spezialrennen-MAW-Maschinen gehabt. Wo sind die geblieben? Die stehen bei mir zu Hause. Die sind ein bisschen schneller wie diese hier. Und ja, mein Fahrer, der Paul, der hat anderen Dienst, als wir dachten. Sonst wäre er hier auch aufgetreten. Die Dinger gehen ja dann bis 70, 80. Wollte ich gerade sagen, die sind da noch ein bisschen flotter und unterwegs. Schade, aber beim nächsten Mal bringst du mit. Machen wir. Gut, versprochen. Wunderbar. So, das waren unsere MAW-Freunde. Vielen Dank, einen Applaus nochmal für die Jungs hier. Gewiss dürfen Frauen auch damit fahren, aber wir haben noch keine gefunden. Langsam die Jungs auf die Reise schicken. An der Spitze die Enduro-Maschine, wird sich aber nicht lange da halten können. Lass erstmal die anderen aufwachen. Hat natürlich den Vorteil, dass er die Kurven besser fahren kann. Das Zettchen streift erstmal. Und unser Sportmann schnell. Das MZ-chen schiebt sich an ihm vorbei. Yeah.
Wenn ich mir hier nicht von Vorschriften rede, das ist auch an der Stelle, dass hier jeder auch daran teilnehmen kann, braucht keine Lizenz oder ähnliches. Das ist wirklich eine Breitensportveranstaltung hier, eine Showveranstaltung für Sie, für die Gäste und natürlich für die Fahrer selber, die einfach mal vielleicht ihr liebes Fahrzeug, was sie zu Hause in der Garage haben, irgendwo im Stall haben, doch auch einmal bewegen möchten. So, großes Dankeschön an unsere 125er. Nun muss ich doch noch mal an die RE ran, vom Sport von Böhm hier. Wie sieht's aus? Lief sie? Jetzt sehen wir, jetzt hat er sich ausgepellt. Wie war's? Ganz prima. Also war wieder angenehm überrascht, aber man sollte bedenken, wenn man 76 ist, sollte man nicht wie 30 fahren. Und das hat mir meine Frau mit auf den Weg gegeben. Und das mache ich auch. Richtig. 76 Jahre alt ist er und fährt mit einer Maschine, die alt ist wie? Von 61 Nachbau. Nachbau von 1961. Und alles so, wie es war? Oder gibt es da ein paar Finessen, wo man sagt, da muss ich noch was dran basteln? Naja, alle Teile gibt es nicht mehr. Und man muss schon Kompromisse eingehen und muss dann etwas anderes nehmen. Aber im Prinzip ist es so, wie die Maschine damals war, mit Drehschiebersteuerung, mit Magnetzündung, Auspuff nach hinten raus. Und so wie man es damals gefahren ist. Wunderbar. Bist du damals auch schon mitgefahren? Nein, ich war nie Rennfahrer. Ich habe nur immer für andere gebaut, Motorräder gebaut. Selber einen neuen 250er Drehschieber-Motor gebaut, also immer nur für andere. Danke, dass du da warst. Euch auch vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Jahr, hoffe ich, oder bis zum nächsten Mal irgendwo, dass wir uns wieder treffen. Das MZ-chen darf auch. Das sind Maschinen, die auch im ADMV Classic Cup auf der Strecke sind. Das heißt, diese Fahrzeuge sind Rennsportfahrzeuge. Auf dem Lausitzring sehen können. Da sind rund 150 bis 200 Fahrzeuge am Start. Zweirad, Dreirad, Vierrad, also alles mit dabei. Die Jungs fahren jetzt 5 Runden insgesamt. Natürlich auch viel im Einsatz gewesen zu DDR-Zeiten mit Seitenwagen. Da sind so einige Reisen dann doch mit unternommen worden, mit der Sport-Abo, mit der Touren-Abo, je nachdem. So, damit bitte hier vorne wieder ein bisschen Platz machen. Sind die Jungs jetzt wieder hier? Thank you.
Was macht sie denn? Ja, gut, die Übersetzung ist eine Frage, aber was würdest du so spitze laufen? Ja, bergab mit Rückenwind? Bergab mit Rückenwind irgendwo so zwischen 160 und 170. Wie diese Maschine schon ganz schön, ne? Ja. Straßenlage denn so bei den Geschwindigkeiten, weil ja doch die Schwinge hinten ein bisschen anders ist, als man das so kennt und so weiter, ne? Welche Schwinge? Ja, ist recht hart, aber dafür merkt man direkter, wenn sie eine Kurve raus will oder nicht. Gut, wenn sie eine Kurve raus will. Micha, du hast jetzt deine zweite Maschine rausgeholt. Das ist, glaube ich, das Wettbewerbsfahrzeug. Ist das richtig? Ungefähr, ja. Und kamst du besser jetzt lang? Ja, haut schon hin jetzt. Haut hin jetzt, das ist auch schon schön. Wobei die jetzt wirklich fast beide absolut gleich sind, ne? Das haut so wirklich hin, ja. Okay. Ich darf mal ein paar Worte sagen zu den Motorrädern, weil dieses Jahr jährt sich 60 Jahre Kleinserienrennaro, die ist 1953 so gebaut worden, wie unsere beiden Maschinen hier stehen, 15 Stück in der Sportabteilung in Suhl. Und dieses Jahr, wie gesagt, ist 60 Jahre Kleinserie und das wird nächste Woche in Weißenfels nochmal gewöhnt, die feiert am Aro Cup. Also da sind drei Klassen hoch, Rennmaschinen und Serienmaschinen und die Tüte Serienmaschinen, also da ist alles da und da wird auch einiges an Technik noch wahrscheinlich da sein. Doppelnockenmotoren aus Suhl, was früher eben in der Sportabteilung gebaut worden ist. Also wie gesagt, so wie sie hier stehen, sind 15 Stück gebaut worden und dann 53 eingesetzt worden. Erste Rennen war Leipzig-Stadtparkrennen. Ja. Hans-Joachim Scheel ist nicht. Genau, der war damals Werksfahrer gewesen, Hans-Joachim Scheel in Suhl. Gut, danke. Danke, Micha. Das sind die Insiderwissen, die brauchen wir. Euch beiden vielen, vielen Dank und für nächste Woche viel Spaß, viel Erfolg. Sagen. Sportfreund Köhler ist 80 Jahre alt. 80 und fährt mit der 116 auf einem 83 Jahre alten Gefährt. Hat er nach 30 Jahren wieder angefangen zu fahren. Er war Vize-DDR-Meister und deswegen auf dieser moderne Helm. Den Gerrit Albert mit der 125. Ein bisschen ulkig aus mit seiner Kombi, aber er wird wohl immer ein bisschen entsprechend anpassen. Die Wagen haben sehr unterschiedlich nach Bützel und was auch alles, was er so reingebaut hat, locker über 20 PS. Ja, und der Rudi Weber, die 74, die auch ehemalige. Sondern auch ein Pressefest in Cottbus und organisieren.
Rennen sind wir genug gefahren, man kann es nicht sein lassen und hier ist ein Präsentationslauf und wir bauen keinen Schrott, aber wir möchten das zeigen, was halt wieder möglich war. Stadion in Mais ist es Fahrer, da kommen aus ganz Deutschland 200 Motorradsportler und wir als K-Wagen-Team der ehemaligen DDR sind dort und fahren manch einen ehemaligen MZ-Rennfahrer die Zeit lang geworden. Kann jeder bei Google nachschauen. Viel Spaß und ich sage, 5 Jahre sind 5000 Zuschauer hier. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben und viel Spaß für die Besucher. Danke dir auch. Für das Insiderwissen. Schön, dass ihr da wart. Ein Applaus vielleicht nochmal für unsere Oldtimer-Sportfreunde hier, Oldtimer-Freunde im wahrsten Sinne des Wortes. Durchschnittsalter 74,5 Jahre. Da bist du mit. Brauchst du recht mit oder bist du da mit dabei? Ich versau das Alter, sonst wären wir bei 80. Also ist das. So. Jetzt waren die Streckenposten dann. Im Augenblick mit einem 1500er Alpha Boxer Motor drin. Dieses Fahrzeug legendär, schon durch die Presse Anfang der 50er Jahre gegangen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Mal zeigen darf, was vor rund 60 Jahren, 50 Jahren hier auf den deutschen Rennstrecken so los war. Sie sehen also schon damals, dieses Fahrzeug ist gebaut worden. Unter anderem von einem Berliner Karosserieklempner, der sich mit, der aus Adlershof kam, der sich mit Aluminium gut auskannte. Da sind ja damals in Adlershof am ehemaligen Flugplatz ja so einige Reparaturstätten auch für Flugzeuge gewesen. So, er hat vergessen nachzudanken. So. Ja, aber trotzdem, unser Sportfreund Zimmermann wird jetzt von uns reingeholt werden dürfen müssen können. Er hat so und so nur 2 Runden vorgehabt, das war so. Trotzdem, Sie haben mal ein Fahrzeug gesehen und vor allen Dingen auch gehört, was hier ganz, ganz selten zu sehen ist, was wir natürlich in Deutschland nur ab und zu speziellen Veranstaltungen sehen können. Irgendwas ist jetzt in Richtung Vortrieb passiert. Trotzdem, Dankeschön.